Mahlzeit, Leute. Wir waren hier gerade bei unserem allerersten Gamescom-Termin und haben gleich die Überraschung, also für uns Überraschung gefunden in Sachen Battle Royale, nämlich Dying Light Bad Blood. Super interessanter Titel, den wollen wir euch jetzt an der Stelle einfach mal empfehlen aus eigenen Stücken, weil wir uns gedacht haben, das ist mal was anderes, das ist geil. Richtig. Es geht hierbei nämlich, so wie Sie es gerne gesagt haben, um ein brutal Royal-Spiel. 11 andere Gegner wollen genauso wie auch ihr Blood Samples einsammeln. Die sind meistens bei Zombie-Horden. Das heißt, es ist relativ tricky, zum einen gegen die Zombies zu kämpfen und auf der anderen Seite aber auch gegen andere echte Spieler, so wie wir uns gerade eben gefightet haben mit dem einen oder anderen lustigen Moment. Es hat echt super cool mit Parkour-Elementen, mit Waffen, die vor allem in den Nahkampf gehen. Und das ist super interessant, weil sowas hatten wir in einem Battle Royale-Spiel ja noch nicht ganz so oft. Und es fühlt sich jetzt schon super flüssig an, mega polished und dieses Movement wirklich von A nach B relativ schnell zu springen, um den Zombies zu entfliehen und natürlich die anderen Spieler die ganze Zeit im Blick zu haben. Und du weißt ganz genau, alles klar, in ein, zwei Minütchen, wenn ich da zu diesem einen Punkt möchte, um besonders guten Loot zu farmen, da werden bestimmt andere Leute auf mich warten. Und das ist halt echt geiles Gefühl. Hatte ich persönlich, muss ich ehrlich sagen, bis jetzt noch nicht in einem Battle Royale-Spiel. Es sind halt, wie gesagt, super kurze Runden, die gehen laut Entwickler geplant maximal 15 Minuten. Genau. Dann wird es Nacht und ich denke, wir wissen alle, was passiert, wenn es dunkel wird in Dying Light, dann ist eigentlich auch schon vorbei. Ihr seid konstant auf der Hut und ihr müsst euch vor allem konstant entscheiden, was man macht. Will ich jetzt also diese Zombie-Proben einsammeln und damit immer im Level aufsteigen? Will ich stattdessen lieber Waffen looten, die ich woanders finde? Will ich mich einfach die ganze Zeit nur verstecken und dann alle wegschnetzeln? Also du musst die ganze Zeit im Balancing gucken, was du jetzt machen willst. Ja. Super spannende Sache, du kannst deine Waffen aufwerten, so ein bisschen wie in Dead Rising. Also dann hast du irgendwie eine Sichel und dann packst du da eine Batterie ran, zack, Elektrosichel. Ich habe wirklich oft gegnerische Spieler gesehen und das ist auch nicht selten passiert, dass man irgendwie ganz kurz einen Fight startete wirklich und dann hat irgendeiner gemerkt, alles klar, geht mir gerade nicht ganz so gut, ich habe ein paar zu viele Treffer kassiert und dann flieht er halt einfach vor dir. Und ja, kannst dich ja entweder entscheiden, dem zu folgen, wenn du zum Beispiel gerade in einer besseren Position bist und dann entstehen halt mega geile Momente. Wurde halt echt verfolgt, ich hatte die Todesgänsehaut, weil ich mir dachte, nein, Alter, ich will da jetzt noch weg und das ist halt cool. Du hast trotzdem immer noch das Environment, was eben mitspielt, weil genau, du hast genau, die Zombies, natürlich die Standard-Zombies, kriegt man mit ein, zwei Hits weg, aber dann gibt es eben die großen Zombies, wo du dir denkst, wie soll ich denen jetzt töten? Ja. Und die sterben einfach nicht weg, so riesige Tanks. Die hat mir vor ein Auto entgegengeworfen. Ja, selben Kühlschrank, der läuft dann durch die Gegend, und schmeißt mit Kühlschränken und so einen Scheiß. Und dann gibt es tatsächlich noch menschliche AI. Das sind dann quasi die Airdrops. Da fällt eine Kiste runter und da stehen dann drei Menschen drum. Die wiederum sind echt ein bisschen schwerer zu bekämpfen. Da kriegt man auch kein Level ab, aber dann eben die richtig krassen Waffen. Also auch wieder so eine Frage, will ich eine Pistole unbedingt haben und jetzt Zeit damit verschwenden oder lasse ich die einfach stehen und mache dann jetzt etwas anderes? Warum wir euch das jetzt mit so einem Nachdruck erzählen, es gibt einen ganz einfachen Grund, denn das hatten wir auch gar nicht auf dem Schirm, das wurde uns gerade gesagt, das Ding launcht jetzt schon in den Early Access im September. Ja, richtig. Also so Mitte September rum gibt es das Ding auf Steam, kommt auch später für Konsolen und danach wird es zum Free-to-Play-Titel. Das ist total geil, wir haben auch gerade mal gefragt, wie das mit der Monetarisierung aussieht. Das ist bei ganz wichtiges Thema, so eine Sache, ne? Die wollen sich komplett nur über Wearables und Costumes und Cosmetics komplett finanzieren. Finde ich super. Klingt nach einer coolen Sache. Wir hatten jetzt gerade 24 Spielstationen und es gab schon richtig viel Zeug. Ich habe nicht einen doppelten Charakter gesehen. Das heißt, man levelt mit seinem Charakter, wenn ich das richtig verstanden habe, dafür bekommt man Punkte und dann customizt man sich halt. Das heißt, es gibt keine Unterschiede zwischen einem Spieler, der mit Level 1 startet oder schon Level 100 ist. Außer dem Skill, selbstverständlich. Mit einer Ausnahme, man sieht halt die optischen Unterschiede plus den Skill, aber es gibt keine Fähigkeiten, die sich irgendwie verbessern oder verstärken, was halt mega fair auch einfach ist. Also muss Techland, man echt sagen. Please release ASAP. Ja. Okay, wer von euch nicht warten will bis September, der kann, es gibt jetzt nämlich noch zwei Stresstests. Ja. Geht mal auf die Webseite, die haben wir in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr euch registrieren. Mit ein bisschen Glück könnt ihr es dann schon vor allen anderen spielen. Und ja, wir würden euch das nicht sagen, wenn wir gerade nicht mega überrascht gewesen wären. Hat wirklich Spaß gemacht. Unser erster Geheimtipp von der Messe direkt am ersten Termin. Wann hat man das schon mal? Ja, Messe ist vorbei, ich gehe jetzt auch nach Hause. Ja, wir gehen jetzt einfach weiter gucken. So. Vielleicht kommt da noch was. Vielleicht.